Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind der SPD dankbar für diesen Antrag. Es ist wichtig, und es ist leider sozusagen eine Tatsache, dass die Diskussion über die Bedrohung von Politikerinnen und Politikern – und ich spreche jetzt hier von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen – in der Kommunalpolitik leider erst nach der Ermordung unseres Kollegen Dr. Walter Lübcke in die öffentliche Debatte gekommen ist. Denn das war der Anlass, über Bedrohung von Politikern und Politikern auch in der Öffentlichkeit eine Diskussion zu führen. Die Bedrohung, die es übrigens natürlich schon seit Jahr und Tag gibt, die aber sozusagen eine Dimension angenommen hat, die es wert macht, sozusagen, sie auch stärker zu betrachten und zu analysieren. Wir danken dem HR für seine Umfrage, die, wie gesagt, unter hauptamtlichen Politikerinnen und Politikern stattgefunden hat. Wir meinen aber, dass auch die Ehrenamtlichen und die Angriffe auf Ehrenamtlichen, die alltägliche sozusagen Abwertung kommunalpolitischen Engagements direkt in die Debatte mit einbezogen werden muss, wenn es um Anpöbelung auf der Straße geht oder ungerechtfertigte Auseinandersetzungen über einzelne kommunalpolitische Themen. Die SPD hat das Thema ausgehend von der Kommunalpolitik ausgedehnt. Hier wird von Flüchtlingsorganisationen, von Gewerkschaften, von Verbänden berechtigterweise gesprochen. Und damit wäre die Debatte notwendig, sozusagen als eine umfassende gesamtgesellschaftliche Diskussion über die Entwicklung oder die Verrohung dieser Gesellschaft. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, was wir in einer Anhörung tun sollten oder auch leisten könnten. Deswegen bin ich froh darüber, wenn wir im Ausschuss noch einmal beraten können, ob es nicht zum Beispiel sinnvoll sein kann, dies aufzuteilen zunächst einmal, um, ich sage mal, mit Blick auch auf die Kommunalwahlen 21 den Aspekt der Kommunalpolitik, also haupt- und ehrenamtlicher Kommunalpolitik, im Vordergrund zu haben. Das wäre mir wichtig. Also, was sind das für Angriffe? Von wem und in welchen Situationen finden sie statt? Warum hat die gesamtgesellschaftliche Anerkennung von Politikerinnen und Politikern immer weiter abgenommen? Und in diesem Zusammenhang, das muss ich leider sagen an dieser Stelle, bin ich auch verwundert über den Abfangjäger der Koalition. Warum muss ein solcher Gegenantrag hier eingebracht werden? Ist das ein Automatismus, ein Reflex, oder steckt eine Abwehr der gesamten Diskussion womöglich dahinter? Beim Kollegen Frömmrich zumindest habe ich das nicht wahrgenommen, sondern einen konstruktiven Beitrag, die Diskussion zu befördern. Aber Sie fordern keine Anhörung in Ihrem Antrag. Und wenn ich die Absätze 2 und 3 Ihres Antrages lese, das muss ich leider sagen, dann haben wir im Absatz 2 ein Eigenlob für die Vielzahl von Prävention, Schutz und Begleitmaßnahmen. Oder meiner Ansicht nach reicht auch in diesem Zusammenhang Ihr Hinweis auf eine AG Hasspostings im LKA oder Gefährdungslagenbewertung nicht aus. Und der Absatz 3 der irritiert mich jetzt noch mehr, weil er einen ganz anderen Blick sozusagen auf dieses Thema nimmt. Ja? Weil, also, da frage ich mich nur, reicht es aus, dieser Gesamt, sozusagen dieser Bedrohungssituation in der Gesellschaft als Lösung anzubieten, ein Engagement der Sicherheitsbehörden, eine restriktive Maßnahme gegen Extremisten und deren konsequente Entwaffnung. Also an dieser Stelle würde ich sagen, das ist ja komplett am Thema vorbei, liebe Koalitionsfraktionen. Hier geht es doch sozusagen nicht um Extremisten, wenn Kommunalpolitikerin, ob haupt- oder ehrenamtlich, vielleicht auch in einzelnen Fällen, aber doch nicht sozusagen per se, wenn die angepöbelt, angegriffen oder auch bedroht werden. Also da reichen mir diese Lösungen viel zu wenig aus. Deswegen müssen wir darüber diskutieren, was sind
wie ist die Situation, was sind die richtigen Antworten. Ich fände es bedauerlich, wenn die Diskussion so verkürzt, wie im Koalitionsantrag sozusagen auf Extremismus und Extremisten beschränkt bliebe, weil das ist der Sache in keinster Weise dienlich. Deswegen sind wir froh, wenn wir im Ausschuss noch einmal darüber beraten können, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang und möglicherweise auch in welchen Teilschritten man eine entsprechende Anhörung über diese wichtige gesamtgesellschaftliche Frage vornehmen kann. Vielen Dank.